Hallo, willkommen frohe Ostern bei 0231 Barbecue. Natürlich auch Glück auf. Ja, was machen wir heute? Wir machen heute ein Karree vom Iberico-Schwein. Das habe ich gestern schon mal eingelegt. Wie? Das zeige ich euch gleich. Und was wir noch an Zutaten brauchen, seht ihr nach dem Intro. Ja, was machen wir heute? Einmal dieses tolle Karree vom Iberico-Schwein. Das habe ich gestern in Olivenöl und Kräutern eingelegt mit ein bisschen Knoblauch und Zwiebeln. Wie das nachher aussieht, werdet ihr sehen, wenn ich es auspacke. Dann machen wir Drillinge sous-vide gegart mit Meersalz aus der Bretagne und Öl. Das ist Rapsöl, da das Olivenöl in Zeiten von Corona leider Mangelware ist im Moment. Dazu brauchen wir einen Vakuumbeutel und einen Vakuumierer. Wir sehen uns dann gleich draußen am Sous-Vide-Becken und am Grill wieder. Bis gleich. Ja, wie ihr seht, der Vakuumierer steht da, der Beutel ist auch schon soweit vorbereitet, die Drillinge sind da, das Salz ist da, das Öl ist da, im Hintergrund heizt das Sous-Vide-Becken auf. Wir werden die Kartoffeln bei 85 Grad circa 1,5 Stunden garen. Dann werden wir in der Zwischenzeit die Kohlen für den Grill vorbereiten, den Grill auf indirekt einrichten, das Karree auf eine Kerntemperatur von circa 60 Grad ziehen, anschließend den Grill nochmal ein bisschen hochfahren, dass wir noch ein bisschen Kruste dran kriegen an das Karree und dann so eine circa Endkerntemperatur von 65 Grad erreichen. Wie wir das machen, seid ihr gleich bei. Ich fange jetzt an, die Kartoffeln fertig zu machen und nehme euch dann mit bei dem Rest. Also, bis gleich. Also den Grill habe ich schon mal vorgeheizt, Kohle ist drin und jetzt machen wir das Lammkarree mal offen. Dann schauen wir mal, was es gibt. Dieser Duft. Ja, sieht das gut aus? Und das riecht super geil. So, jetzt hole ich mir noch eine Zange und dann seid ihr wieder mit dabei, wenn ich das am Grill lege. Nehmen wir uns mal das Thermometer. Suchen wir uns mal eine schöne Stelle. Nicht zu dicht am Knochen. So. Den Deckel runter. Machen wir das mal schön.
so bis 60 Grad Kerntemperatur ziehen und dann erst mal von beiden Seiten anbrutzeln und dann gucken wir weiter. Bis gleich. Ja, Fleisch ist gleich soweit auf 60 Grad. Jeden Moment piepen die Kartoffeln und ich nehme euch jetzt wieder mit an den Grill. Da ist das gute Stück. Jo. 60 Grad sind erreicht, pünktlich. Das sieht richtig lecker aus und das riecht richtig gut. So. Jetzt werden wir mal gucken, dass wir den hier rauskriegen. Zack. Und dann werden wir den ganzen noch mal ein bisschen Wumms geben. Lassen wir das Ganze jetzt mal noch 5 Minuten liegen, ruhen und dann schneiden wir das mal zusammen auf. Freut euch darauf, tue ich auch. Riechen tut schon mal hervorragend. Also, das Fleisch liegt jetzt ca. 5 Minuten, wenn nicht sogar noch ein bisschen länger. Die Kartoffeln habe ich auch schon mal aus dem Sous-Vide geholt und aus der Tüte. In der Zwischenzeit habe ich noch mal mit Joghurt und Creme Fraiche und Kräutern und Knoblauch ein Dip angerührt für die Kartoffeln. Und jetzt werden wir das Fleisch schneiden. Nein. Dazu. Irgendwas haben wir da. Gucken wir mal. So. So, saftig und schön. So, dann sehen wir uns gleich zum Tellerbild wieder und zum Verköstigen. Bis gleich. Ja, das Tellerbild habt ihr ja gesehen. Und dann werden wir jetzt mal das Leckerli machen. So, einmal mit den Kartoffeln und dem Dip. So wie mit dem Olivenöl im Salz, in dem eigenen Saft. Besser kann man keine Kartoffeln machen. Einfach mal nachmachen. Top. So, dann kommen wir jetzt zum Fleisch. Ja. Bombe. Nicht trocken, butterzart, einfach nur lecker. Habe ich vorhin noch nicht gesagt. Habe das gestern Abend fertig gemacht und eingelegt. Nochmal mit Olivenöl und den Kräutern. Dann einpacken und mir den Kühlschrank gelegt. Das hat jetzt ca. 15 Stunden im Kühlschrank gelegen. Und dann halt gerade am Grill getan. Bis auf 60 Grad gezogen. Links und rechts nochmal angebrutzelt. 5 Minuten länger liegen lassen. Und dann Hammer. Ehrlich. So. Aber zum Schlusswort melde ich mich gleich nochmal wieder. Bis später. Essen ist verspeist, wie ihr seht. Ist nichts von immer geblieben. Also selbst die Kinder haben gesagt, top. Daumen hoch, Papa. Meine Frau war hellauf begeistert. Weil das bleibt mal über, wenn man ihr Knochen gibt. Die ist schlimmer wie ein Hund. Wobei ein Hund wird den Knochen noch mitfuttern. Sie nicht.
Und das war's dann wieder vom Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und lasst mir einen Daumen da, ein Abo da, wenn ihr noch nicht habt. Aktiviert die Glocke. Würde mich drüber freuen. Und einen netten Kommentar natürlich. Bis dann und Glück auf, euer 0231 Barbecue.